Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir nicht viel geschafft, außer nochmal ein Fahrzeug zu vernichten. In der Folge habe ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich einen Plan, was ich mache. Ich habe viele Überlegungen, neben Stations und Docking... Oh, warte mal, das ist ein großer Docker, okay. Bin ich eigentlich echt ratlos aktuell, weil wir bräuchten hier wieder Forschung. Wir müssen bis zu 300 Forschung hochkommen. Ich kann euch ja mal meinen circa Plan zeigen. Wir haben aktuell, oder hätten wir vielleicht sogar, ich müsste mal ein bisschen probieren. Ich hätte gerne mehr Sonden unterwegs, mehr Deep Space Sonden, die für uns Daten sammeln und vor allem Informationen über das ganze System, damit wir mehr Punkte kriegen. What the fuck, wo kommen denn die jetzt her? Hä? Also ihr wisst, in den letzten Wochen, ich habe jetzt wirklich Aufnahme stoppen, Aufnahme starten gedrückt. Hä? 132. Habe ich irgendwas verpasst? Gibt es hier irgendwo ein Verlaufinfo? Bildschirmnachricht? Ja, okay, dass der nicht kompatibel ist, das habe ich schon gecheckt. Ja, es ist zweimal der hier. Sammelt irgendein System noch Daten? Das ist verwirrend. Ich weiß nicht, woher das ganze Zeug kommt. Aber auf jeden Fall. Mein Plan wäre das hier. Ihr seht es schon, es geht um Nuklearantriebe. Denn Nuklearantriebe sind zwar nicht immer stark, also im Vakuum 300 natürlich, ist super, der hat 60. Warum hatten die zwei verschiedene nicht Antriebe? Hä? Okay, interessant. Nein. Erzeugt Strahlung. Das Ding müsste man abschirmen. Ja. Braucht nur Antriebsstoff unter. Warte mal. LH2. Er braucht mehr LH2, leitet nach Priorität gleichmäßig ab und respektiert Überkreis den Antriebsstoff unter 10%. Okay. Das ist sozusagen, wann der ausfällt, bei wie viel Prozent. Das ist eine noch interessantere, aber wird wahrscheinlich noch mehr fressen, kann es sein. Kernwärme, Optimaltemperatur. Was ist denn das? Wie viel Schub hat das Teil? Ah, das ist Thermal. Okay. Ja, okay, ja, ja. Das ist unerwartet gewesen. Hier gibt es noch sehr interessante Sachen für Payloads, dass man wirklich One-Stage-Rocket das vielleicht sogar teilweise bauen könnte. Typhoon-Helik. Alter. Airbrakes ist natürlich eine geile Sache für Belandungen. Shoulder Mounts, da bin ich noch nicht so ganz schlau geworden, was ich damit anfangen könnte. Das sind natürlich Blades der anderen Stufe. Hier wäre noch mehr SCS. Reifen und Feldforschung. Underwater Science Slot Upgrade. Alter, ich bin teilweise echt verwirrt, wisst ihr das? Also nicht nur verwirrt, sondern einfach richtig lost. Hier haben wir noch eine symmetrische Beschleunigungsprozess. No, als ob es hier noch mehr Forschung gibt. Alter, ich muss hier öfter mal durchgucken, ne? Das ist echt schlimm. Schlimm. So. Wo sind denn hier nochmal größere? Da sind größere Roboterteile, oder? Das sind Proboids, ja. Das sind dann neue Roboterteile. Da kommen dann immer mehr. Da sind dann die ganzen anderen Teile hier noch drin, die man bräuchte. Das Teil ist geil. Habe ich das nicht? Aber jetzt mal zurück zum Thema. Ich rede schon wieder 4 Minuten um Schmarrn rum. Wo kommen die ganzen Forscher? Das können wir mal gucken. Ich glaube, das kommt von unserer Sonde, die unterwegs ist. Kann das sein? Ist das eine unserer Sonden, die wir losballert haben? Das könnte natürlich passiert sein, dass dann eine der Sonden... Wir könnten aber versuchen, eine wirklich Mini-Sonde zu machen. Aber die kann ja nichts forschen. Das ist auch wieder kacke. Also seht, dass ich hier viel schon wieder geguckt habe. Also wir haben irgendwie die Hälfte so circa nach der Angabe hier. Aber kann ich irgendwie nicht glauben.
So, das ist Sondoras V1. Das ist die, die wir eigentlich losgeschickt haben zum Mittelpunkt der Erde. Fast Deployer fliegt da unterwegs und erreicht bald Moho. Aber ich glaube nicht, dass der das ist. Ganz ehrlich, er orbitet zwar jetzt die Sonne, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er es war. Ich habe so viel Blödsinn noch offen. Das ist Katastrophe. Mit den ganzen neuen Mods kommt immer neue Oberflächen. Das ist... Aber, Weißt du, ich fände es ja noch nicht mal schlimm. Lebensmod. Was ich schlimm finde, ist, dass die Antriebe irgendwann ausfallen. Also ich habe hier 100 noch, 165 MS. Das ist eine unserer Forschungsdrohnen, die hat viele Vorschläge, oder? Oh, krass, schau her. 88 Tage, der forscht noch. Okay, der ist noch mitten im Forschungsmodus drin. Interessant zu wissen. Da haben wir erforscht. Da haben wir auch erforscht. Ja, 3 Sekunden, sagt er hier noch. Auf was auch immer wartet. Also ist das Ding wieder boom voll? Lass mich raten. Ah, okay. Aber wie scheint, ist der Bumm voll einfach. Es sind noch 11 Credits, es sind 2,9 Credits, es sind 0,4 Credits. Aber die Übertragung dauert halt Ewigkeiten. What? Wieso das denn? Teillieferung, Gesamtlieferung. Wir haben 2 Relay-Antennas hier stehen. Wir haben hier 2... Hier. Daten übertragen. Wir tun jetzt alle Daten übertragen, Antenne einfahren, verbesserte Werte anzeigen. Jetzt, oh, jetzt läuft's. Oh, schau dir das an. Batterie läuft aber, oder? In dem Fall dann. Ja, die läuft noch. Ah, Mann, da wollten wir hin. Fuck, genau, wir müssen die Leute aus Hilton kommen, hatten einen Schlaganfall bald. Aber wie scheint, kriegen wir jetzt auf jeden Fall Forschung wieder zu. Er kriegt zu übertragen 9 Minuten zur Übertragungszeit. Das passt gleich jetzt besser. Jetzt kann er dann hier gut forschen. Das da unten muss auch übertragen werden. Das ist sogar mehr wert. It's over 9000! Also der mysteriöse Schleim. Der wird der übertragen? Der wird vollgefüllt gerade. Okay, wir gehen aber zurück zur Weltraumzentrum. Jetzt weiß ich, was ich... Oh Gott, bin ich dumm. Ich hatte das vergessen. Wir müssen dir... Warum sagt mir denn keiner was? Hey, wir hätten das machen müssen. Hey, und sag, Tilton stirbt. Wir schicken direkt eine Notfallrakete rauf. Ob wir sowas bauen können wie die neuen Systeme? Nee, ich glaube, das wird bei mir ein bisschen anders auch schon wieder. Sondoras hier, Dateimanagement. Ich brauche den nicht unbedingt. Ah, lol. Ich kann mir sogar... Das ist geil. Okay, das feiere ich gerade echt mega. Ich kann von hier einfach überwachen, was drin ist. Ich müsste eine Notfallkapsel bauen. Wir tun da einen Körbel rein und der Tilton fliegt selber zurück. Das sollte klappen. Wirklich, wirklich viel können muss er ja nicht. Wir brauchen eine Kapsel, die mit Undock-System verfügbar ist, mit Fallschirm und mit Heat Shield. Eine Transport-Stage, eine Abschuss-Stage, eine Stage, die uns sozusagen in den Orbit bringt. Relativ simple Rakete eigentlich, wenn wir es so sehen, ne? Wir nehmen natürlich das System hier. Fangen wir mit den wichtigsten Sachen an. Heat Shield. Ohne das kommen wir gar nicht mehr durch die Atmosphäre durch. So. Gibt es hier für andere Farben auch? So just for fun, weil wir gerade reden und jetzt hier eh gerade drin sind und hier Ruhe ist? Nee, gibt es noch nicht. Wir brauchen eine Kopplung. So. Einen Entkoppler. Ich würde ja mit normalen Standardtreibstoff eigentlich fliegen, aber ich würde mal gerne probieren, ob es funktionieren würde.
Also sind es ja gleich 2,5. Was, wenn wir so eine 2 Meter Kapsel mal 2,5 Meter Kapsel machen? Die auf Monopropellant läuft. Wie läuft es? Wird noch da so ein schöner Antrieb zum neuen? Ah, dafür. Ah, warte mal. Vergiss jetzt mal, dass wir so schöne Platten haben. Wir haben ja so schöne Plättchen hier. Engine Plate. Passendes Engine Plättchen, so. Wir sagen, wir machen so einen Viererantrieb jetzt mal hier mit Monopropellant. Ich verdrücke mich auch die ganze Zeit. Es tut mir leid, aber es ist halt so. So. 900. Achso, ja, wir sind noch nicht in der Vakuum. 1900. Ist natürlich etwas, ne? Dann machen wir das ein bisschen länger. Was ist, wenn wir 3 Meter machen? Dann haben wir 2300. Das sollte reichen zum Andocken und allem drum und dran, denke ich mal. Wie gesagt, das muss ja nur andocken und fertig. Wir brauchen... Machen hier die Farbe mal anders. Black, so. Close. Dann brauchen wir... Strom. Strom. Wir nehmen die hier, die sind billiger. Nein, nicht dreimal, zweimal. So. Und dann brauchen wir natürlich noch Adjustierungssteuerungssysteme, also RCS. Haben wir da ein kleines... ich jetzt ein bisschen kleiner, bitte. Schaut, das wird bestimmt scheiße. Ah, ist ja wurscht. Ist ja wurscht, wie es ausschaut. Hoffe, das funktioniert am Ende. RCS habe ich keins verbaut, ne? Immer dann doch sicher noch eins unserer schönen Flyer. Ah, schlägt mich bitte einer? Ich vergesse jedes Mal, was zu tun ist. Ausbauen. Oh Gott, warte mal. Das geht besser wahrscheinlich mit dem da, oder? Nee. Mann, ich brauche doch einfach nur das Richtige. So. Sind wir nur noch bei 1800. Brauche ich das überhaupt? Es hat doch bestimmt ein kleines verbaut irgendwo. Scheiß drauf. So. Es geht ja darum, was zu retten. So. Dann müssen wir schauen, wir können hier gleich direkt auf die Mittelkurz gehen. Brauchen wir hier mal einen Umstecker? Andere Größe. Oh nee, das ist vielleicht ein bisschen... nope, das ist mir zu groß, ganz ehrlich. Oh, das ist doch ein Service Module. What? Oh lol. Wo er mich gerade daran erinnert. Nee, nee, ich habe nichts vergessen. Nee. Das sagt mir jetzt keiner was davon, dass ich was vergessen hätte. Wir brauchen halt nur ein bisschen Strom. Das ist ja vielleicht schlau. 2-0, so. Was bringt es uns denn, wenn wir Strom speichern, aber Strom erzeugen können, aber keinen Speicherplatz haben? So, dann brauchen wir natürlich noch für den ganzen Flug eine bestimmte, ein bisschen Ernährung. Da gibt es halt 2 Druckbehälter, 2 Nahrungsteile hier. So, perfekt. Perfekto, so, dann... Ich brauche so ein eher flaches. Lang, flach. So, das ist doch ganz gut eigentlich. Und jetzt bräuchte ich natürlich noch die passenden Hüllenbauer drumherum. Aber ich glaube, die kriege ich nicht. Ich muss ein bisschen dünner. Ein bisschen dünner muss das sein einfach. Also es hört sich jetzt böse an, aber ich hätte halt gerne, dass sozusagen... Nein. Oh. Als ob der Scheiß sich der Größe anpasst. Was soll denn das jetzt? Können wir nochmal ausprobieren.
passte sich ihre Größe auch an? Wenn ja, ist das natürlich genial. Nee. Wo ist denn das jetzt wieder? Das hat sich gerade der Größe angepasst. Warum schränkt... Hä? Okay, what? Bitte, what? Hä? Was ist da gerade passiert? Kann mir das jemand erklären, was ich da gerade gesehen habe? Das sind noch die Originalen. Und sobald man es anklickt, wird es anders, okay? Ja, dann lassen wir es halt so. Ist mir auch scheißegal. Auto Shape? Nope. Ich weiß nicht ganz genau, was ich jetzt mache. Achso, warte. So. So. So soll das ganze Teil im Grunde fliegen. Es hat einen Decoupler dazwischen. Hier ein Decoupler, perfekt. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade voll neben der Spur bin. Aber, hä? Hau einfach. Einfach hau. Nein, das war doch nicht mal der... Warum hört das Ding eigentlich nie zu, wenn ich sage, hey, mach, will das so und so haben? Das ist das Schlimme an... Also ich finde ja diese Autos-Dinger ganz toll, aber die gehen mir tierisch auf den Sack gerade. Ich zeige dir mal, was der Unterschied ist. Wenn ich jetzt hier mit dem hier mache, ne? Dann gehe ich hier raus. Mache jetzt hier zum Beispiel meine dementsprechenden Verbindungen. Und kann dann hier oben hingehen. Dann ist die abgeschlossen. Dann ist die fertig. Und hört auch auf. Merkt man, dass ich gerade genervt bin von dem Programm? Ja, aber jetzt machen wir es halt so. Ohne Schutzschild ist doch mir auch wurscht. Ich hätte halt gerne einen kleineren Übergang, aber sowas im Teil gibt es wahrscheinlich auch nicht. So ein bisschen flüssiger, ein bisschen langsamer schon mal. Oh, doch. Habe ich mich schon wieder zu früh beschwert. Bitte. Ja, oh schön. Ich habe mich zu früh beschwert. Ich habe mich mal wieder zu früh beschwert. Jetzt muss ich nur die passenden Raketenteile dafür finden. Als ob ich in der Größe nichts habe. Na dann, anpassen. Wir holen mal schnell den Körbel wieder. Eine Folge später und wir sind immer noch am Raketenbau. Das ist die untere Stage, so. Und da kommen jetzt unsere Triebwerke dran. Genau. Aber Leute, wie wir da weiterkommen und den Start Richtung Station erleben wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.